Hallo und herzlich willkommen in der Nähbox. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute aus der Wunschbox. Ein Thema, was ich euch vorgestellt habe in der Wunschbox, in meiner neuen Playliste, weil ich ja nicht die Möglichkeit habe, interaktiv so mit euch zu arbeiten, dass ihr im Grunde nur anklicken müsst, was ihr sehen möchtet oder Vorschläge, die ihr dann habt, dass ihr mir das dann einfach schreiben könnt. Daraufhin habe ich ja die Playlist gemacht, die Wunschbox, und habe da schon mal zwei Kurzvideos reingestellt mit zwei Themen, und bei dem einen Thema habe ich gesehen, dass ihr da, wie gesagt, interessiert seid. Ich bin jetzt nicht nach der Aufrufzahl gegangen. Die Aufrufzahl ist für mich jetzt so eine Berg- und Talfahrt-Geschichte, weil ich da immer nicht weiß, ist es gerade jetzt interessant gewesen oder ist es einfach nur durch Zufall, dass es jemand gesehen hat. Und ich bin jetzt nach meinem Verfahren so gegangen, dass ich nach dem Däumchen gegangen bin. Weil Däumchen bedeutet für mich wirklich, es ist für euch interessant, und derjenige, der mir ein Däumchen gegeben hat, möchte das vielleicht auch sehen oder fand jetzt auch gerade das Bild schon interessant, was ich da reingestellt habe, dass er das schon einmal sehen konnte, worum es sich eigentlich dreht. Die Wunschbox, ich sage es noch einmal für euch oder für die, die das Danke-Video noch nicht gesehen haben. Unter dem Danke-Video könnt ihr mir alles schreiben, was ihr eventuell mal sehen möchtet oder was für euch interessant ist, was ich euch zeigen soll. Und das ist auch egal, welches Thema das ist. Ich gucke mir das dann an und filter das dann für mich dann aus und gucke dann, was ich dann daraus machen kann für euch. Das ist dann kein Problem, das mache ich dann auch sehr gerne. Wir müssen uns halt noch so ein bisschen dran gewöhnen, dass wir halt nur die Wunschbox im Grunde genommen erstmal zur Verfügung haben, dass wir das halt dann interaktiv, dass ihr mir mitteilen könnt, was ihr dann gerne sehen möchtet. Oder wie jetzt bei den zwei Videos, wie gesagt, ich bin nach dem Däumchen gegangen und der Herrenplastron, top, nach oben. Ich bin da jetzt, habe ich gesehen, dass ihr da wirklich sehr interessiert wart mit euren Däumchen, die ihr mir gegeben habt. Nochmal vielen Dank dafür und danke, dass es so weiter dann auch funktioniert. Wie gesagt, ich werde das noch ein bisschen besser und einfacher machen, dass, wenn ich die Kurzvideos reinsetze, dass ihr direkt Bescheid wisst, worum es sich dann auch dreht, wenn auch jemand jetzt das Video sieht, der vielleicht meinen Kanal gerade nicht kennt. Der Sommer ist jetzt leider so langsam zu Ende gegangen. Jetzt kommt der Herbst, aber der Herbst hat auch noch schöne Tage. Also auch wenn es im Moment ein bisschen grau draußen ist, so ein bisschen nieselt und fieselt, aber wir sind ja über jeden Tropfen froh, den wir jetzt kriegen können. Die Natur freut sich. Und was wollen wir da mehr? Wir wollen ja auch nicht immer nur meckern. Wir sind ja auch froh, wenn das Wetter in dem Sinne dann auch ein bisschen uns entgegenkommt und der Natur auf jeden Fall entgegenkommt. Heute möchte ich euch dann, wie gesagt, zeigen, wie man einen Plastron nehmen kann. Es ist ein schönes kleines Nebenprojekt, was man jetzt so im Herbst oder so im Allgemeinen auch ganz schnell mal eben machen kann. Es ist nicht sehr aufwendig, es funktioniert wirklich prima und man kann das auch aus relativ kleinen Stoffstücken machen. Und Herbstzeit bedeutet auch schon bald wieder die Vorweihnachtszeit. Und als Geschenk ist das auch eine schöne Geschichte. Wie gesagt, da könnt ihr dann auch wieder ganz kreativ sein, je nach Stoff, was ihr nehmt und je nachdem, wie ihr das dann macht oder dann das Ergebnis dann herstellt, hat jedes Mal, auch wenn es immer dasselbe ist, immer eine andere Wirkung. Ich zeige euch das mal einmal anhand hier. Das habt ihr ja schon einmal im Bild gesehen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das habt ihr ja einmal im Bild gesehen. Das ist jetzt so ein roter Stoff mit so einem Rautenmuster drauf. Und hier in dem habe ich dann einmal so eine Perle drauf gemacht und das hat dann so ein langes Bändchen, wie ihr sehen könnt. Aber da komme ich dann noch drauf zurück. Das ist dann einmal eine rote Variante und dann habe ich das einmal noch in einem anderen Stoff, in der blauen Variante. Und ihr seht, ihr könnt es breiter, schmaler machen, wie ihr das gerne haben möchtet. Also da habt ihr wirklich, wie gesagt, ganz, 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 ganz viel, ja, Freiraum und Kreativität, wie ihr das dann haben möchtet. Auch mal ohne irgendwas drauf noch zusätzlich. Es kommt immer auf den Anlass auch drauf an. Das ist jetzt auch so ein Projekt, wo, wie gesagt, der Mann mal wieder auf seine Kosten kommen kann. Und im Grunde genommen, ja, wir wollen doch alle schick aussehen. Wenn wir irgendwo eingeladen sind, ob es Taufe ist, Hochzeit, Geburtstage, allen anderen Festlichkeiten, ihr könnt, wie gesagt, diese Schals auch anpassen. Wie gesagt, ihr könntet es jetzt auch im Oktober mit einem Trachtenstoff passend zu eurer Dame dann im Grunde genommen
euch ein passendes Plastron machen. Das ginge auch noch, wäre auch möglich. Als wie einfach nur ein Schal. Und wenn es der richtige Stoff ist, der dann dazu passt, wäre das auch noch eine Möglichkeit. Und darum sage ich ganz frei entscheidbar. Und es gibt Schnittmuster für Plastrons, die gibt es auf jeden Fall. Aber wir müssen nicht immer Schnittmuster kaufen. Das habe ich auch schon in den anderen Videos mal erwähnt gehabt. Es ist schön, dass es die gibt, weil nicht jeder kann ein Schnittmuster erstellen. Das ist auch nicht gerade mal immer so einfach. Man muss auch die Idee dazu haben. Aber es funktioniert. Und das werde ich euch dann gleich nämlich zeigen, wie ihr diesen Plastron-Schnittmuster ganz einfach selber machen könnt. Und wenn ihr den dann einmal habt für die Person oder im Allgemeinen, dann habt ihr immer das Schnittmuster, müsst nicht immer wieder das neu ausmessen. Und dann habt ihr das dann auch und könnt das dann auch wunderbar verwenden. Und wenn ihr dann wieder ein Stück Stoff über habt oder denkt, Mensch, das ist was für meinen Mann oder für meinen Partner und da möchte ich dann das jetzt mal eben machen. Und wie gesagt, als Geschenk ist es wirklich nicht schlecht und wir wollen, wie gesagt, ja auch alle gut aussehen. Heutzutage ist es ja auch so ein bisschen nicht mehr ganz so in, dass man halt sich so ein bisschen, ja, fesch macht für gewisse Anlässe. Bei manchen habe ich immer so das Gefühl, wenn man mal so guckt, dass ein gewisses Outfit, was man früher eigentlich nur noch zu Hause getragen hat, heutzutage in der Öffentlichkeit so publik ist, dass das schon normal ist. Gut, das ist unsere neue Zeit. Das können wir nicht ändern, nur wir müssen ja nicht jeden Trend mitmachen. Und das ist jetzt eigentlich jetzt auch ein Accessoire für den Mann, der im Grunde auch schon ein bisschen weit zurückliegt, aber immer noch top aktuell ist, weil, wie gesagt, es sieht toll aus. Und es macht was her. Und wenn ihr dann noch zu diesem Plastron in dem Stoff passend noch ein Einstecktuch macht für die Weste, für das Sakko, jeder wird euch fragen, wo ihr es her habt. Und das ist wieder das Originelle. Den Stoff, den ihr auswählt, den nehmt ihr, den ihr euch ausgesucht habt. Und dadurch ist es individuell und es ist wirklich eine schöne Sache und dauert wirklich nicht lange. Ich weiß, ich habe jetzt wieder erstmal vorab wieder viel geredet. Ihr kennt mich ja, aber das gehört bei mir dazu. Dann beginnen wir jetzt einmal mit dem Schnittmuster. Wie wir den Schnittmuster erstellen können oder wie ihr den Schnittmuster erstellen könnt. Wie gesagt, bleibt dran, es ist nicht schwierig. Ich werde jetzt einmal die ganzen Systeme wieder umbauen und dann zeige ich euch auf meinem Zuschneidetisch dann ganz genau, wie der Schnittmuster erstellt wird. Und wenn jetzt wieder Leute jetzt vielleicht jetzt denken, oh Gott, der hat ja die ganzen Lampen an und allen drum und dran. Ich weiß, wir haben in der Zeit das alles ein bisschen schwierig zurzeit, aber ich kann gleich dazu sagen, das sind alles Sparleuchtmittel, die wirklich so ganz, ganz minimal Strom verbrauchen. Und meine Lampen habe ich wirklich nur an, wenn ich sie brauche. Die brennen hier nicht den ganzen Tag. Das nur einmal dazu, nicht, dass jetzt gleich hier zack, bumm, der hat ja hier die Lampen an die ganze Zeit. Und wie gesagt, es ist halt, ich brauche Licht zum Nähen und jeder, der näht, der weiß auch ganz genau, dass Lichtquellen wirklich wichtig sind. Ansonsten ist das ein bisschen schwierig. Und wenn es so graue Tage sind wie jetzt im Moment, brauchen wir sowieso dieses Licht. Wie gesagt, ich baue euch jetzt einmal um und dann geht es gleich weiter. Nun habe ich euch einmal umgebaut. Ich hoffe, ihr könnt es soweit sehen. Ich gucke jetzt wieder von hier oben rein. Also ihr seid direkt vor mir. Hier seht ihr nochmal die zwei Modelle. Nochmal und wie gesagt, hier mit der Perle und hier einmal ohne. Die tun wir jetzt einmal an die Seite. Das war jetzt einmal zum Zeigen. Ihr seht schon wieder, ich habe wieder einen ganz ausgefallenen Stoff schon wieder mal. Aber das kennt ihr ja auch schon. Normale Stoffe gibt es für mich ja auch nicht. Und da habe ich dann auch schon mal. Also ihr braucht also auch nicht viel. Maßband, Schere, ein Markierstift, klar. Und vielleicht ein paar kleine Accessoires, die ihr halt, wie gesagt, drauf machen könnt. Entweder so ein Knopf. Dann gibt es solche Perlen. Wie gesagt, die sind zwar alle jetzt nicht echt, aber sie sehen schon sehr edel aus. Und je nachdem, was man macht, ob man das machen möchte oder nicht, das verfeinert das Ganze schon. Das zeige ich euch nochmal. Das sieht dann schon mal wieder ganz, ganz edel aus. Das nehmen wir einmal wieder an die Seite hier. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Da versuche ich euch mal den Stoff zu zeigen, den ich ausgesucht habe. Ah ja, hier kann man das schön sehen. Ich habe so ein grünlich glänzenden, schimmernden genommen, so ganz weichen, also ein schöner Stoff.
Da könnt ihr, wie gesagt, auch jeden Stoff nehmen. Nehmt nur nicht zu dicken Stoff. Das ist dann hinterher, wenn ihr das dann um den Hals machen möchtet, immer so ein bisschen schwierig. Geht auch, das ist nicht das Problem. Meine Probedinger waren auch etwas aus Reststoffen, die ich so nicht verwerten kann. Da übe ich immer ganz gerne dran, die ein bisschen fester sind, dass man schon mal so ein bisschen die Handhabung hat. Aber das ist so ein schöner grüner und ja, in den habe ich mich gleich verliebt, den fand ich toll. Und den werde ich auch dann heute dafür verwenden. Nun kommen wir aber zum Schnittmuster. Einmal die Ohren zu. Knister, knister, knister. Da lege ich einmal vor euch jetzt hier hin. Und da seht ihr schon, so kompliziert ist das auf gar keinen Fall. Wenn ihr so ein Plastron machen möchtet, wie breit ihr das haben möchtet zum Schluss. Das kommt auch immer auf den Hals und auf den Typ halt an, was man so machen möchte. Da müsst ihr dann halt mal vorher vielleicht mal gucken oder grob seht ihr das ja dann auch und könnt das auch grob einschätzen. Das ist jetzt nicht so schwierig. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt Maß nehmen für das Halsbündchen. Da wäre es natürlich nicht schlecht, wenn ihr dann nochmal Maß nehmen könntet vorher. Aber da könnt ihr auch dann auch die Lieblingskrawatte von eurem Mann oder Freund dann halt mal kurz stibitzen. Das merkt er, glaube ich, nicht. Und dann macht ihr das dann einfach und misst dann so grob nochmal nach. Und dann könnt ihr das dann auch machen. Aber der Schnitt an sich, wie ihr seht, ist simpel. Wenn ihr die Breite schon ermittelt habt, dann habt ihr ja schon mal einen guten Anfang. Und ich habe eine Breite von 15,5 genommen in meinem Fall. Ihr könnt es übernehmen, probiert es aus und wenn es euch zu groß sein sollte, macht ihr das halt etwas schmaler, je nachdem, wie ihr das braucht. Wenn ihr aber schon mal den Ausgangspunkt habt von 15,5, dann habt ihr ja schon mal den Anfang. Und ich habe eine Gesamtlänge, also von da bis da. Ich habe das jetzt extra mal so gelassen, dass ihr das sehen könnt, von 42 cm. Das sind halt schon mal eure Eckdaten, die ihr dann schon mal aufschreiben könnt. Also 42 cm in der Länge und 15,5 in der Breite. Da macht ihr euch einfach dann, ermittelt euch schon mal die Breite, macht jeweils einen Strich oben und unten. Dann macht ihr eine Markierung bis 42 cm, mein Fall hier. Und dann verbindet ihr einfach die Linie dann gerade bis nach oben. Und hier unten dann auch, dass ihr, wie gesagt, hier die 42 cm habt. Um das Dreieck hier, das Dach zu ermitteln, das ist gar nicht so schwierig. Da braucht man jetzt auch nicht ganz viele Hilfsmittel. Ihr ermittelt einfach von den 15,5 die Mitte, also durch 2 gerechnet, 7,7. Macht euch da einen Punkt. Und dann macht ihr hier wieder ein Punkt von dem Ausgang misst ihr dann einmal hier runter. In meinem Fall, also wenn ihr das übernimmt, sind das 8 cm. Und hier oben auch von dem Punkt misst ihr dann 8 cm. Dann habt ihr das dann, dann habt ihr dann quasi, ich drehe euch das mal, dann habt ihr quasi die 2 Punkte und den Punkt da oben. Und ihr verbindet dann einfach nur von Punkt zu Punkt und von wieder von Punkt zu Punkt. Das ergibt dann dieses Dach. Und das schneidet ihr dann im Grunde genommen dann so dann aus, komplett. Und dann habt ihr euer Schnittmuster. So wie in meinem Fall, so sieht das dann aus, wenn ihr es ausgeschnitten habt. Und ihr seht schon, es ist nicht schwierig. Für das Bändchen müssen wir hinterher noch ein Band machen. Da müssen wir dann ausmessen, wie wir das haben möchten. Kommt drauf an. Ihr könnt auch, ihr habt ja die Breite hier, ihr könnt auch hier eure Spitze so lassen und geht dann hier einfach die ganze Halslänge, die ihr braucht, weiter bis zum Schluss und könntet dann rein theoretisch das wie so eine Ziehharmonika so ein bisschen einfalten. Das kann man machen, das ist auch so vorgesehen bei so einem Plastron. Im Grunde genommen, das war mir aber immer zu dicke. Ich habe auch jemanden, wo ich immer einen Auftrag habe, einen Plastron zu machen und daraufhin hat sich das so ein bisschen rauskristallisiert, dass man halt, wie gesagt, das mit diesen doppelt umgeschlagen, mit den gefalteten doch so ein bisschen zu dick ist und in der Praxis dann, wenn man jetzt beruflich viel agiert, jetzt auf der Bühne zum Beispiel, dass das dann halt manchmal ein bisschen störend ist. Daraufhin habe ich jetzt meine Variante etwas simpler gemacht und die auch für euch wunderbar dann auch funktioniert und auch wirklich dann auch eine gute Lösung ist. Das einmal nochmal dazu. Jetzt können wir das nämlich einmal alles jetzt hier wegnehmen. Ich nehme das jetzt einmal weg und dann hole ich meinen Stoff. Ich habe jetzt einfach meinen Stoff einmal mal gebügelt, dass keine Falten großartig drin sind. Mein Schnittmuster habe ich hier. Dann nehmt ihr euch nämlich den Stoff. Der ist aber auch wirklich
Schön, hier könnt ihr das nochmal sehen in dem Licht. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Die Seite, die Seite. Ja, dann nehme ich die Seite oben. Dann nehmt ihr euch das nämlich einmal, weil wir können das nämlich wunderbar dann in Umbruch zuschneiden. Umbruch heißt quasi, ihr legt die Seiten geklappt aufeinander, dass ihr eine geschlossene Kante habt. So, ich lege das mal so hin. Und ihr seht schon, ich habe jetzt auch so ein Reststück von dem Stoff jetzt im Grunde genommen genommen, dass man da mal gucken kann. Dann guckt ihr mal, wie weit ihr das dann da so hinkriegt. Wir wollen ja auch nicht viel verschwenden. So. Genau. So, schaut mal. Da sind ja diese kleinen Rillen. So, und dann könnt ihr nämlich jetzt das hier einmal drauf fixieren. Da könnt ihr Klammern nehmen, da könnt ihr Nadeln nehmen, je nachdem, was ihr auch für Stoff habt. Das ist jetzt uninteressant. Ich werde jetzt weiter. Oh, jetzt rutscht er mir auch schon weg, weil der so ein bisschen rutschig ist. Werde ich mir den einmal hier oben an der Bruchkante schon mal einmal fixieren, dass er mir da schon mal hält und nicht wegläuft. Wie gesagt, wenn ihr anfangt zu nähen, es ist ja auch ein Dye-Projekt im Grunde genommen für Nähanfänger und Anfängerinnen, kann man das auch wunderbar nehmen. Nimmt da vielleicht dann aber erstmal so einen etwas festeren Stoff. So, meine Nadelente. Komm mal her. Und dann fixiert ihr euch das weiter. Dann ist das nämlich besser, wenn ihr einen etwas festeren Stoff habt. Dann habt ihr erstmal so ein bisschen die Handhabung, wie das dann so, ja, funktioniert. Dann müsst ihr euch nicht so quälen. Weil am Anfang ist das halt immer doof. Man möchte zwar als Nähanfänger alles irgendwie im Grunde genommen auf Anhieb hinkriegen, das ist aber nicht immer so einfach. Muss mal eben gucken, wo mein Rollschneider ist. Da ist er. So, dann werde ich nämlich einmal jetzt hier den Überschuss einmal wegnehmen. Das ist aber auch schon mal schärfer. Man merkt, ich habe es lange nicht benutzt. Ja, ich bin doch eher noch so der Scherentyp. Rollschneider ist nicht so meins. Ist eine schöne Sache. Kann man machen, muss man aber nicht. So, dann guckt ihr, dass das alles schön hier drauf liegt. Da mache ich jetzt auch noch ein paar Nadeln hin. Damit das nicht noch mehr abhaut hier. Gleich beim Schneiden. Und nun schneidet ihr, hier ist ja die Bruchkante, das habt ihr ja aufeinandergelegt, schneidet ihr einmal hier, hier, die Seite und die Seite. Die schneidet ihr dann einmal aus. Und wenn ihr das dann einmal ausgeschnitten habt, dann habt ihr nämlich gleich das Ergebnis. Dann ist nämlich der Schal im Grunde genommen schon so weit in Ordnung. Ich muss gleich nur noch mal gucken wegen meiner Farbgebung. Das ist halt bei solchen Stoffen immer nicht ganz so einfach, wenn man immer nicht sieht, ob rechts oder links. Aber das kriege ich auch noch hin. Dann nehmt ihr das Schnittmuster wieder weg. Und jetzt könnt ihr das nämlich einmal ausklappen. Schaut mal. Dann sieht das nämlich so aus. Dann habt ihr so ein Haus, würde ich jetzt mal so sagen. So eine Art Haus. Ja, das ist in. Das nehme ich nach außen. Genau. Das ist ein bisschen rauer hier auf der Seite. Das nehme ich dann nach außen. Gut. Dann legt ihr euch das nämlich mit der schönen Seite nach oben, also zu euch hin. Die schöne Seite ist oben. Und dann klappt ihr es einmal wieder zusammen. Legt das schön aufeinander, so dass das passt. Hier oben auch die Spitze vor allem. Dann nehmt ihr dann auch eine Nadel und fixiert euch das mal einmal. So, dass es euch da nicht wegrutschen kann. Hier auf der Seite fixiert ihr euch das dann auch. Dann habt ihr das jetzt einmal hier aufeinander liegen. Und jetzt wird nämlich einfach nur erstmal der Schal von der Stelle aus, die offen ist, vernäht. Also könnt ihr Füßchenbreite nehmen, das ist immer ganz gut. Dann wird das auch wiederum ein bisschen kleiner. Sind dann die 15,5 cm in der Breite wieder ein bisschen schmaler. Dann habt ihr das nämlich auch weg. Dann geht ihr bis zu dem Punkt hier und näht dann darüber. Anfang, Ende bitte verriegeln, das ist schon mal am Anfang ganz gut. Und dann gehen wir jetzt einmal an die Nähmaschine.
Nun an der Nähmaschine angekommen. Ich habe hier schon grünes Garn vorbereitet. Also guckt dann auch so ein bisschen, dass ihr Garn nimmt, was das in der Farbe denn ist von dem Plastron, was ihr habt. Das ist dann immer ganz schön. Oh, das ist aber auch, das leuchtet aber auch schön. Schaut mal. Der ist wirklich toll. Und der war gar nicht teuer. Da kann ich auch nur sagen, also guckt zwischendurch mal, sofern ihr das kennen solltet, bei T-Docs mal rein. Die haben manchmal schöne Stoffe. Also da bin ich immer wieder begeistert, was sie so Schönes haben. So, ich habe dann so ein grünliches Garn genommen, was ich so ein bisschen, ja, sieht man jetzt schlecht, dass es grün ist, aber das passt dann immer ganz schön dann. Das könnt ihr dann wunderbar nehmen. Nehmt die Stichlänge 2, dass das immer schön eng ist. Entschuldigt, seht ihr, es geht schon wieder los. Ich und mit meinen Kameraführungen hier. So, und dann macht ihr Füßchen Breite, könnt dann so schön an der Kante dann weiternähen. In der Spitze geht ihr dann halt bis zur Spitze hin und lasst dann den Nähfuß, die Nadel dann in dem Stoff stecken. Dann geht das schon. Sollte das noch ein bisschen verrutschen, wie ich hier schon gerade merke, das ist bei mir auch schon wieder passiert. Das ist dann auch nicht so schlimm, das könnt ihr hinterher noch so ein bisschen ausgleichen. Anfang, Ende bitte verriegeln. Und dann nehmen wir das jetzt mal einmal. Gesagt, Stichlänge 2, dann ist das schön eng. Seid ein bisschen vorsichtig bei so dünnen Stoffen, nicht dass euch das dann ausreißt. Hier kommt ja die Ecke, da guckt ihr mal, wie weit ihr kommen könnt. Da lasse ich die Nadel jetzt drinne stecken. Ich habe euch jetzt mal angesucht. Die Nadel lasse ich stecken, hebt das Füßchen an, dann könnt ihr euch das drehen. Oh, ja, das ist doch mal wieder Augenmaß hier. Und dann seht ihr nämlich, dass es dann schon wieder passt. Ich sehe aber, ich habe noch ein bisschen Luft. Das ist in Ordnung. Das gleiche ich dann gleich ein bisschen aus. Das ist nicht ganz so schlimm. Und dann näht ihr einmal komplett. Und an der Stelle macht ihr das dann genauso. Füßchen anheben, Nadel stecken lassen. Einmal rumdrehen. Ich gucke einmal, ob der Stoff mit, ja, ist mitgefasst. So. Und dann könnt ihr es wieder absenken. Seht ihr, das Grüne fällt gar nicht so auf. Das habe ich schön gewählt. Und dann näht ihr bis zum nächsten Ende einmal runter. Dann habt ihr es einmal vernäht. Vernäht können wir jetzt einmal die Fäden abschneiden. Einmal. Und ja, Dingens auch. Sollte der Stoff ein bisschen rutschen, ist das nicht ganz so schlimm, wenn ihr dann, ihr habt ja gesehen, ich habe die Linie von dem Stoff hier oben eingehalten und nicht davon da drunter. Das war mir jetzt erstmal etwas wurscht. Das war mir jetzt erstmal egal. Jetzt muss ich erstmal alle Nadeln wieder rausnehmen. Ich weiß, ihr denkt jetzt wieder, oh Gott, der sagt, das geht so schnell. Aber ich muss euch das ja, wie gesagt, ich möchte euch das ja auch dann zeigen und auch erklären, dass ihr wirklich das dann auch machen könnt. Jetzt machen wir das nämlich so. Jetzt haben wir jetzt nämlich hier, schauen wir, ob ihr das sehen könnt. Ja, hier oben. Hier oben war ja die Ecke, wo ich stecken geblieben bin mit der Nadel und habe dann ja weitergenäht. An der Stelle schneidet ihr kurz vor der Naht, also kurz hier vor, schneidet ihr das bisschen ab, dass es dann so aussieht. Aber ganz knapp. Also nicht direkt bis zur Naht, das soll ja auch ein bisschen was halten. Und an den Ecken macht ihr das dann einmal genauso, schneidet die Ecken so ein bisschen ab. Dass es dann halt, wie gesagt, dann auch etwas besser fällt. Weil jetzt kommt es nämlich drauf an, jetzt müssen wir es einmal wenden. Dann nehmt ihr euch das und wendet das einmal. Da geht ihr mit dem Daumen bis in die Spitze. Und dann drückt ihr das dann nämlich rein. Und schaut mal, dann könnt ihr nämlich hier das schön ausformen, wie ihr das dann haben möchtet. So. Schaut mal, dann sieht das nämlich so aus. Dann habt ihr nämlich schon mal dieses Ergebnis. Jetzt sieht es noch ein bisschen, ja, entschuldigt der wabbelige Stoff.
Genau, da muss ich auch noch ein bisschen aus, seht ihr, da muss ich noch ein bisschen ausfüllen. Da könnt ihr auch die Schere nehmen, nehmt aber die glatte Seite, geht dann nochmal in den Stoff rein und formt das noch ein bisschen aus. Aber wie gesagt, nehmt die glatte Seite, nicht, dass ihr euch den Stoff dann kaputt macht. So, und jetzt kommt wieder unsere Lieblingsbeschäftigung. Jetzt müsst ihr das einmal schön aufeinander legen. Die Naht, die wir da genäht haben, drückt ihr so weit auseinander, wie es dann geht. Und jetzt wird das einmal dann komplett einmal platt gebügelt. Und wenn ihr das einmal gebügelt habt, dann sieht das jetzt so aus. Da ist die Nahtkante, die Spitze. Es wird an sich etwas runder, finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Das macht es ja dann auch ein bisschen dran. Und hier ist die Bruchkante. Wenn ihr das dann schön gebügelt habt, sieht das auch nicht mehr so uselig aus. Jetzt habt ihr nämlich das erste Stück, dann nehme ich schon mal fertig. Wie gesagt, wenn ihr ein Accessoire drauf machen möchtet, Perle, wie auch immer, sucht euch einen Schnitt aus, also ein Punkt, wo ihr das haben möchtet. Das ist aber, wie gesagt, freigestellt. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt, wenn ihr das dann machen wollt. Dann misst ihr euch das dann aus, wo ihr das so grob hinhaben wollt. Ich habe das hier in dem roten, in dem Fall, bei 27 gemacht. Das war eigentlich immer so ganz gut. Das kommt auch immer darauf an, wie lang das alles ist oder wie klein oder wie breit ihr das macht. Das müsst ihr dann halt selber dann nochmal gucken. So bei circa 27 habe ich das denn hier gemacht. Ich werde jetzt aber bei dem das jetzt nicht machen. Das ist ja ein zusätzliches. Ich möchte euch das jetzt nur einmal zeigen. Und jetzt kommt es auf das Bändchen drauf an, was ja hier an dem ja dran ist. Das legen wir an meine Seite. Da könnt ihr dann einfach dann auch gucken, wie lang ihr das haben möchtet. Es kommt ja auch immer drauf an. Ich habe jetzt so einen Standard von 49, da muss ich noch was zurechnen. Umklappkante 55 cm. Also 55 cm, ihr denkt jetzt auch, was? 55, also 55 cm im Ganzen. Und hier ist ja die Schlaufe. Da kommt noch eine Schlaufe ran. Da wird dann hinterher das Tuch einmal durchgesteckt. Und die habe ich dann einmal umgeklappt und die habe ich dann auch schon mit eingerechnet. Also die Umklappkante. Also 50. Also 49, also 54 cm in meinem Fall. Länge 57 cm und einmal eine Breite von 5 cm. Das schneidet ihr euch dann auch jetzt einmal aus. Ich muss mich einmal korrigieren, ich habe mich einmal vertan. Ich habe ja die ganze Zeit 5 gesagt. Ich wollte aber eigentlich die ganze Zeit sagen, 6 cm in der Breite und in der Länge von 57 cm. Das wollte ich noch einmal sagen, da habe ich mich schon wieder vertan. Ja, ich wieder in meinem Verhaspeln hier. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Jetzt gucken wir wieder, schön Seite, da guckt ihr dann auch, dass es dann auch mit dem übereinstimmt, was ihr dann hier unten liegen habt vom Schimmern her. Ja, das ist außen. Gut. Und dann legt ihr das nämlich auch einmal aufeinander. Und fixiert euch das dann mit Nadeln. Wie gesagt, nehmt nicht gleich zum Anfang, wenn ihr damit beginnt, so rutschigen Stoff. Das rächt sich und ihr werdet nicht zufrieden sein, weil euch das immer wegflutscht. Aber es ist machbar. Und das Ergebnis ist einfach toll. Wie gesagt, das ist jetzt in dem Video, kommt euch das, wie gesagt, wieder etwas länger vor. Aber ich möchte euch das ja auch dann sagen und zeigen, dass ihr das dann auch verstehen könnt, wie ich das dann so meine. Aber ihr seht schon, es haut hin. Es haut hin und es ist wirklich, das Ergebnis ist schön. Das macht wirklich Spaß. Und je nach Stoff, wie ihr das habt, dann individuell sieht das dann wirklich klasse und edel aus. Wie gesagt, es muss nicht immer echte Seide sein. Echte Seide ist sowieso viel zu empfindlich im Grunde genommen. Wenn man dann da einmal irgendwie schwitzt oder was auch immer,
Dann ist das schon wieder Feierabend mit dem schönen Stoff. So, dann guckt ihr hier nochmal, ob ihr da noch ein bisschen ausgleichen könnt. Das gefällt mir ganz gut. Dann mache ich nochmal vor, sagen wir mal, eine Nadel rein. Doch wenn ihr das dann nämlich habt, dann müsst ihr ein Ende mit vernähen und schließen. Also fangt dann am Ende an, geht bis zur Ecke, verschließt es dann hier, Anfang, Ende verriegeln und dann näht ihr einmal komplett zu. Und dann wird es einmal dann auch gewendet. Also einmal eine Kante verschließen und einmal bis zum nächsten Ende runternähen. Und dann sehen wir uns gleich wieder beim Wenden. Wenn ihr das dann einmal vernäht habt, ich muss aber gleich noch dazu sagen, das habe ich gerade nicht erwähnt, knappkantig. So, einmal die Nadeln raus hier. Knappkantig, aber nicht zu knapp, dass es halt auch noch schön alles mitgefasst wird, dass es nicht wieder aufgeht. So, Nadeln wieder raus. Du kommst weg. Schaut, Kamera. Ja. Ja, das grüne Garn ist wirklich sehr gut knappkantig. Das ist jetzt knappkantig. Ja, ich glaube, jetzt könnt ihr es ein bisschen sehen. Knappkantig einmal komplett. Und hier oben habe ich angefangen und geschlossen. Also das ist zu hier oben. Da schneidet ihr einmal mal die Nahtzugabe an dem Dreieck einmal ab. Dann fühlt sich das gut an. Und jetzt müssen wir die ganze Schose einmal wenden. Also ihr geht dann rein und wendet das dann mal ganz vorsichtig. Also. Geht dann mit dem Finger rein. So, jetzt brauchen wir einen Gegenstand. So wie hier. Etwas Weicheres. Das könnt ihr dann nämlich hier dann drüber ziehen. Bei so leichten Stoffen geht das immer relativ ganz gut. Wie ihr seht. Dann könnt ihr das wunderbar. Jetzt sieht es aus wie ein Zauberstab. Jetzt sind wir hier bei Harry Potter jetzt. Und dann könnt ihr das dann nämlich dann einmal schön, einmal komplett durchziehen. Bis ihr dann zum Ende kommt, im Grunde genommen. Hier ist das Ende. Und dann versucht ihr das ein bisschen auszuarbeiten schon, auszuformen. Das könnt ihr auch mit dem Finger machen. Das klappt auch ganz gut. So. Dann habt ihr das einmal gewendet. Und jetzt kommt es nämlich darauf an, das Stück hier könnt ihr schon mal so ein bisschen einklappen, reinziehen mit dem Finger. Einmal reinziehen. Dann ist das auch. So, dann legt ihr das einmal vor euch hin. Guckt ihr, wo die Nahtzugaben sind, schaut, dass die Nahtzugaben an der Seite sind, so wie wir das hier bei dem auch gemacht haben. Und dann bügelt ihr das zwei, dreimal über, dass das halt, wie gesagt, nicht so eine Flubbelwurst ist hier. Und dann geht's dann weiter. Nun habt ihr einmal den Bürzel und das Bändchen. Wie gesagt, an dem offenen Ende klappt ihr das einfach ein bisschen rein, bügelt das mit über. Wie gesagt, guckt, dass die Ka Kamera macht mit. Guckt, dass die Kanten schön an der Seite sind. Dann haut das schon hin. Jetzt haben wir ja hier die Öffnung, wie gesagt. Jetzt kommt es nämlich darauf an, das liegt ja einmal nach oben. Jetzt muss ich euch nämlich einmal gucken, dass ich euch das zeigen kann, was ich jetzt vorhabe. Ihr nehmt euch dann einmal diesen Bürzel hier, nehmt das hier oben, geht hier mit dem Finger drunter und zieht euch das ein bisschen quasi mittig. So, soweit es geht. Dann klappt es hier, also mittig, legt ihr das so weit aufeinander, wie ihr das haben wollt, und dann klappt ihr das Mittelteil wieder an den Seiten weg. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen Friemelarbeit hier. So, so mache ich das normalerweise. Dann gucke ich dann hier, also ich muss das so machen, sonst sehe ich das nicht. Also ihr nehmt euch das so und so und klappt euch das quasi so zweimal, ja, so zweimal. Guckt dann, dass ihr
gleichmäßig bleibt. Das ist dann jetzt auch nicht so entscheidend, aber schaut mal, dann habt ihr diesen Fall, also diesen Knick. Schaut, dann habt ihr diesen Knick. Und da könnt ihr euch jetzt nämlich dann nochmal einklappen. Also einklappen, einklappen. Bis ihr die Breite habt von eurem Bändchen. Wie gesagt, je nachdem, was für ein Bändchen ihr habt, ihr könnt das Bändchen auch breiter machen. Ihr müsst es nicht so schmal machen, wie ich es jetzt gemacht habe. Fixiert euch das mal einmal hier dann so grob. Weil das wird nämlich gleich dann nämlich reingeschoben. Da, jetzt habe ich mit, aber, vielleicht auch noch hängen hier. Jetzt habe ich mir das einmal reingezogen hier. Schaut. Und wenn ich das jetzt so ein bisschen hochhalte, dann fällt das schon automatisch in diese Form, was ich meinte. Das ist dann immer ganz hübsch. Und das müsst ihr jetzt in die Öffnung, die ihr ein bisschen reingemacht habt, müsst ihr da jetzt rein wuseln. Also ihr nehmt euch das, drückt euch das so ein bisschen rein. Ah, die Fransen schneiden wir auch mal ab. Dann steckt ihr euch das da. Soweit es geht. Erstmal provisorisch erstmal rein. Wie gesagt, umso breiter das Bändchen, umso einfacher wird es dann auch für euch. Wenn ihr denn aber schon mal so einen guten Anfang habt, könnt ihr nämlich schon mal gucken. Ich habe das diesmal extra mal ein bisschen schmaler gemacht. Das mal auszuprobieren. Kann immer mal sein, dass die Falte sich ein bisschen verschiebt. Das ist aber nicht im Endergebnis gar nicht so entscheidend, weil das Ergebnis im Allgemeinen dann schon hübsch aussieht. Damit kann ich leben. Ja, sieht doch schon mal gut aus. So, dann zieht ihr euch das so weit, wie ihr das haben möchtet. Wie gesagt, ich habe es heute auch mal zum ersten Mal ein bisschen enger ausprobiert. Also nehmt in euren Fall das dann etwas breiter. Also statt 5 cm nehmt ihr dann 6 cm. Dann habt ihr noch ein breiteres Bündchen. Aber so sieht es dann im Grunde genommen dann einmal aus. Wenn ihr das so weit reingefummelt habt, wie gesagt, ihr könnt es auch breiter machen, je nachdem, wie ihr das möchtet. Das ist dann völlig frei. Ihr könnt auch die Falten anders machen, das ist auch völlig egal. Also, ihr könnt auch mehrere Falten machen. Ne? Und hier, das ist ein etwas festerer Stoff, da musste ich das im Allgemeinen auch schon breiter machen, weil das sonst nicht gehalten hätte. Aber wie gesagt, ich wollte das einmal bei dem Dünn jetzt einmal mit dem etwas noch schmaleren Band ausprobieren. Also sprich, wenn der Hals doch noch etwas schmaler ist. Oder wie jetzt, wie gesagt, für Kinder ist es dann natürlich auch schön. Kinder können ja auch so ein Plastron tragen. Und da ist es natürlich dann doof, wenn das Bündchen dann am Hals dann so breit ist. Kinder, so wenn die zur Hochzeit eingeladen sind, ist auch hübsch, ist auch schön. Auch wieder ein schönes Accessoire. Wie gesagt, ihr guckt dann so, dass ihr so 2 cm das dann so reingefummelt kriegt und dann legt ihr euch das dann so grob hin. Wie gesagt, wie der Fall hier oben ist, das ist immer Unterschied. Es fällt auch sowieso im Allgemeinen, kommt ja auch immer auf den Stoff drauf an, sowieso immer anders. Aber das ist schon mal soweit das ganze Geheimnis. Dann müssen wir hier unten noch einmal, hier unten am Bürzel, auch einmal noch unsere Knickkante haben von knapp 4 bis 5 cm. Da guckt ihr dann einmal, das ist jetzt oben. Und so würde das jetzt am Hals lang laufen. Zack. Und dann macht ihr das dann auch so, dass das hier unten ist. Dann macht ihr euch dann auch bei 5 eine Markierung. So, 5. Und dann steckt ihr euch das einmal fest. So, dann könnt ihr nämlich den Bürzel hier einmal dann annähen. Dann habt ihr eure Schlaufe und hier näht ihr dann auch einmal knapp über diese Kante einmal rüber. Nun einmal, um euch zu zeigen, also hier habe ich das jetzt einmal hier hinten einmal vernäht, den Überbürze, die Fäden schneide ich gleich ab, die kommen dann weg. Jetzt kommt es nämlich darauf an, wir haben ja jetzt hier oben,
Wir haben jetzt hier oben das Stück. Und das drückt ihr schön fest an und näht am besten von vorne, weil wie das denn dahinter aussieht, wie sich das dann da einfügt, das ist nicht ganz so schlimm. Vorne ist ja wichtig für uns. Und dann legt euch das nämlich unter die Nähmaschine. Ich weiß, es klingt jetzt wieder einfacher, als es so ist. Ja, und drückt euch das alles schön platt. Die Nadel kann ich jetzt einmal rausnehmen. Das ziehe ich mir noch einmal. So. Dann schön knapp. Dann drückt ihr das so ein bisschen. Das geht dann auch so ein bisschen automatisch auseinander. Sorry für die Kamera. Ich hau doch immer wieder gegen heute. Meine Güte, ihr denkt auch, mein Gott, ist der doof. So. Und jetzt auch mit Stichlänge 2 einmal schön drüber nähen. Und schiebt ein bisschen nach, weil es ja doch eine dicke Wulst ist. Aber dann, wenn ihr es einmal habt, gibt sich das auch von ganz alleine, wie ihr sehen könnt. Anfang, Ende bitte verriegeln. Wenn man das ja doch dann immer mal durch den Hals wuselt. Jetzt bin ich mal selber gespannt, was ich hier gemacht habe. Das ist mit Kamera gar nicht so einfach, meine Lieben. Da denkt man, oh Wunder, oh Wunder, oh Wunder, oh Wunder, was hier alles passiert. So, jetzt guck. Bleib ich ja noch hängen. Du musst da noch ab. So. Jetzt gucken wir nochmal hier, was wir hier gezaubert haben. Schaut mal. So sieht das denn jetzt. Kamera. So sieht das einmal aus, einmal schmalkantig abgenäht. So sieht das jetzt einmal von hinten aus. Von hinten, wie gesagt, dürft ihr euch nicht irritieren lassen. Hier ist das typische Dreieck, das kennt ihr schon. Das ist völlig normal. Wie gesagt, wichtig ist für uns hier vorne, dass wir diesen schönen Fall haben. Und ich bin erstaunt, selbst mit diesem schmalen Bändchen funktioniert das wirklich wunderbar. Es ist ein bisschen Fummelarbeit, aber jetzt wieder ab zum Zuschneidetisch. So, da sind wir wieder. Alles wieder entfernen. Nadel raus. Fäden abschneiden. So. Tada! Schaut mal. Ich habe nicht gedacht, dass das mit dem Dünn wirklich noch so schön klappt, aber das stört mich hier. Das mag ich nicht. So. Schaut mal. Das ist jetzt das Ergebnis. Noch einmal schön überbügeln und das schmale Bändchen. Und hier oben mit der Schlaufe. Weil jetzt ist es ja so gedacht, euer Schal ist jetzt soweit fertig. Wie gesagt, ihr könnt jetzt noch überlegen, ob ihr noch was drauf machen möchtet an Dekoration, wie auch immer. Das bleibt euch frei gestellt und überlassen. Kreativität frei, frei, macht einfach, macht, probiert einfach mal, fummelt mal so ein bisschen rum. Wichtig ist halt, dass es hier in diesem Bereich immer grob diese Form schon kriegt, weil durch das Rumgewusel merkt ihr denn schon, dass es sowieso immer anders ist? Weil gedacht ist es ja jetzt so, vorne, dann geht es um Hals rum, dann nehmt ihr euch diesen Bürzel, nehmt euch euren Schalende und zieht das einmal durch. Zack. So, dann habt ihr das schon mal wie so ein, ja, wie so ein Halsbändchen, krawatteartig. Und dann geht ihr eigentlich nochmal unterm Hals durch, zieht es nochmal nach oben und zieht es dann nach vorne weg. Und dann sieht das dann, ja, grob, ich halte das mal so fest, sieht das grob dann, ich lege das mal so hin, dann sieht das grob dann einmal so aus. Dann könnt ihr hier noch ein bisschen ziehen. Je nachdem, kommt drauf an, wie der Hals ist. Aber das ist schon mal das ganze Geheimnis dann von dem Tuch. Und dass es manchmal auch so ein bisschen wuselig liegt. Es hat was, es schimmert, es ist schön. Wie gesagt, umso fester der Stoff, umso besser bleibt das alles liegen. Das ist ein richtig fester Stoff, der ist nicht so empfindlich. Da sieht das dann auch schon wieder ganz anders aus, aber es ist eine elegante Lösung. Aber das ist eigentlich das ganze Geheimnis von so einem Plastron. Zack, und da haben wir dann auch wieder das einmal fertig. Und jetzt für, da wir jetzt ja so einen schönen Schal haben, also das. Also wenn wir schon so einen schönen Plastron haben, jetzt in meinem Fall mit dem schönen Grün, wäre es jetzt auch schön, wenn wir noch ein schönes Einstecktuch dazu haben. Das wäre ja nicht schlecht. Und ein Einstecktuch ist ganz simpel.
Muss mal eben gucken, ob mir das nicht zu groß ist. Aber nö, das haut noch hin. Das haut noch hin. Also, 16 cm, das ist schon mal ganz gut. Das mache ich immer so frei nach Schnauze, kommt auch immer darauf an, was ich noch über habe. Also, was habe ich gesagt? Knapp 16, 17 cm, je nachdem, was ihr über habt. Und jetzt sind wir einfach 39 cm. Jetzt muss ich immer wieder gucken, das ist innen. Dann liegt es wieder doppelt aufeinander. Also mit Umbruch. Schöne Seite oben. Jetzt und schöne Seite oben. Fixiert euch das. Ihr könnt auch Rundung reinmachen, je nachdem. So, ich habe das jetzt, wie gesagt, grob gemacht. Das ist jetzt nicht so entscheidend. Ich möchte euch das jetzt einmal zeigen, dass ihr auch ein Einstecktuch wunderbar machen könnt. So, jetzt haben wir ja hier offen. Da ist geschlossen wegen dem Umbruch. Dann näht ihr einfach mal die Seiten einmal mehr jetzt zu und dann geht es gleich weiter. Das, wie gesagt, mache ich immer frei nach Schnauze. Den Überschuss schneide ich mir jetzt mal ab hier. Der nervt mich. So. Und nun könnt ihr das nämlich auch einmal wenden. Schaut mal. Ausformen. Ausformen. Da könnt ihr auch ein bisschen gröber sein. Das ist nicht so schlimm. Ich muss hier einmal eben was gucken. Das nun so oder so mache. So, dann bügelt ihr euch das einmal wieder aus, dass ihr das schön plan habt. Mal eben gucken, wie ich das mache. Manchmal lege ich das auch nur so ein bisschen aufeinander. No. So wie hier. Also, ihr habt jetzt zwar die offene Seite, die könnten wir jetzt schon vernähen, aber das mache ich jetzt nicht. Und dann zieht ihr euch das so ein bisschen rein und rüber und versucht da mal einfach mal so ein bisschen zu gucken und kreativ zu sein. Da könnt ihr dann auch wieder, ja, spielen, sage ich jetzt mal. Ich weiß, das habe ich heute schon oft gesagt, aber das kann man dann immer schön machen, je nachdem, was man für eine Form haben will. Wie gesagt, ich muss zugeben, der Stoff ist ganz schön rutschig. Normalerweise mit den festeren Stoffen ist das nicht ganz so problematisch, aber das kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir auch noch hin. Wir sind ja pfiffig. Ich mache das jetzt extra mal so ein bisschen, dass ihr mal so ein bisschen gucken könnt, was man damit alles so machen kann. Schaut mal, wenn man das jetzt so nehmen würde, könnte man das so reinstecken. Das geht auch. Ist mal halt nicht mit Rundung. Ihr könnt es auch mit einer Rundung machen. Je nachdem, wie ihr das möchtet. Dann könnt ihr euch das nochmal so ein bisschen auseinanderfriemeln hier. Wie ihr das dann haben möchtet. Ihr könnt den Bürzel auch dann nochmal hochklappen. Also ganz nachdem, wie ihr das haben möchtet. Schaut. Dann fixiert euch das einmal. Wie gesagt, wenn ihr festeren Stoff habt, ist es auch ein bisschen einfacher. Dann ist das nicht so problematisch. Dann geht das auch. So, einmal fixiert. Und jetzt nehmt ihr nämlich einfach nur eure Nähmaschine. Ja, eure Nähmaschine und geht an dem Punkt, wo ihr noch so ein Bürzel habt, näht ihr mit einem Zickzackstich einmal komplett rüber, bis das komplett mit einem Zickzackstich versiegelt ist und dann geht's weiter. Wenn ihr das gemacht habt mit dem Zickzackstich, seht ihr, ich bin hier ein paar Mal rüber. Und dann könnt ihr nämlich das jetzt hier einmal die Hauptfäden abschneiden. Wie gesagt, das verschwindet ja sowieso dann im Sakko. Und dann schneidet ihr knapp an der Zickzacklinie den Überschuss ab. Jetzt schaut, jetzt habt ihr ein schönes Tuch, was ihr wieder noch verändern könnt, wie, je nachdem ihr das haben möchtet. Aber da könnt ihr auch die Form euch aussuchen, wie ihr das möchtet. Ist natürlich schön, wenn man das dann halt passend dann dazu hat. Plastron plus Einstecktuch passend. Wie gesagt, könnt ihr auch Reststoff nehmen. Aber ihr seht, ein Einstecktuch, wenn ihr jetzt mal hochrechnet, was das jetzt im Laden kostet, wenn ihr nur ein Einstecktuch haben wollt. Plastron kommt darauf an, wo man das noch bekommen könnte. Es gibt noch ein paar englische Firmen, die das noch herstellen, weil die in England ja doch noch ein bisschen auf das Klassische an sich immer noch sehr viel Wert legen. Aber das ist jetzt schon mal das ganze Geheimnis gewesen, wie ihr ein Plastron nähen könnt. Und ich werde euch jetzt gleich zeigen, wie das Ergebnis dann aussieht. Nun sind wir auch fast am Ende des Videos. Ich weiß, ich habe wieder ganz, ganz, ganz viel geredet und ihr denkt wieder, meine Güte, hat der da wieder was vom Stapel gelassen. Aber wie gesagt, ich möchte, dass ihr das versteht und Lust bekommt, es auszuprobieren. Es ist wirklich eine schöne Sache und ein schönes Geschenk. Und wie gesagt, man selber möchte ja auch mal richtig, ja, schick und mal aus dem Rahmen fallen, im Gegensatz den Leuten von heute, dass man wirklich dann
jeder dann sagt, boah, das sieht klasse aus, wo hat er das her? Und wie gesagt, ihr könnt es dann entscheiden, wie, mit welchem Stoff und mit kleinen Accessoires, ob ihr Perlen, Knöpfe oder halt künstliche Perlen noch als Dekoration drauf macht, das bleibt euch überlassen. Es funktioniert auch mit ganz sehr dünnen Stoff, wie ihr sehen könnt. Es ist ein bisschen komplizierter, wie gesagt, als Nähanfänger und Anfängerin. Nehmt etwas festeren Stoff, dann habt ihr da erstmal dann die Übung drinne. Aber ihr seht, es geht und mit aus dem Reststück könnt ihr auch noch ein Einstecktuch machen. Jetzt werde ich einmal die Büste nach vorne holen und zeige euch dann, wie das dann einmal aussieht, wenn ihr ein Komplettset dann für euren Mann, Freund dann genäht habt. Die nehmt ihr dann einfach, wenn ihr schon soweit schick seid, ihr habt euer Hemd schon an und die Weste dann im Grunde genommen, dann könnt ihr das dann nämlich einmal dann hier rumlegen. Macht euch den Kragen hoch. Legt euch das dann einmal hier rum, dass die schöne Seite, also das schön genähte nach vorne ist. Guckt dann, dass die Schlaufe am Hals sitzt. Nehmt dann hier da euren Finger durch. Zieht dann da das Ecktuch durch, also unser Halstuch durch. So. Da würde ich jetzt erstmal denken, meine Güte, das ist ja ein Gewusel. So, und dann könnt ihr das dann nämlich einmal nochmal, nehmt ihr diesen hier, geht einfach unten drunter durch, als ob ihr eine Krawatte binden würdet. Zieht das dann nochmal durch. Zieht euch das dann so hin, wie ihr es haben wollt. Schaut mal. Und schon sieht das wieder ganz anders aus. Dann könnt ihr das nämlich ein bisschen ziehen. Schaut mal, dann fällt das nämlich so. Wenn ihr jetzt dann nämlich noch die Weste zumacht, ich mache es dann mal zu. Das ist jetzt mit der Büste nicht so einfach. Tut mir leid. So, machen wir mal zu. Schaut mal, sieht das nicht elegant aus? Das könnt ihr dann so ziehen und wie ihr das dann braucht, das kommt auch drauf an, was ihr für ein Hemd anhabt. Das ist halt, bleibt euch überlassen. Wenn ihr dann noch, wie gesagt, passend dazu Decktuch habt, das so ein bisschen reinmacht, wie ihr das möchtet. Ob kleiner oder größer. Kommt auch mal drauf an, was man dann hat. Schaut mal. Ich würde sagen, das sagt doch schon im Grunde genommen alles. Also wirklich schön. Jetzt seht ihr natürlich, wie anders das doch dann aussieht. Ihr seid, ihr macht es unter den Kragen und lässt es dann auf das Hemd drüber. Und wenn ihr, wie gesagt, manchmal auch das Problem habt, manche Männer haben ja das Problem, wenn sie bei der Hemdauswahl nicht richtig achten, weil im Grunde genommen sind elegante Sachen nie einzwängend oder einengt. Das ist auch so ein Gerücht. Wenn man nämlich was hat und anprobiert und man soll sich in einem Anzug, in einem Hemd wohlfühlen. Und wenn ein Hemd richtig sitzt und genau die Maße auch stimmt, beim Bauch, bei den Armen, ein drum und dran, ist ein Hemd nicht unbequem, auch einen ganzen Tag lang nicht. Das ist nämlich ganz oft so, dass viele sagen, ach, ein Anzug und Hemd, da bin ich so eingeengt und fühle mich so komisch. Wie gesagt, wenn ihr richtig guckt und richtig auch euch mal beraten lassen könnt, viele Geschäfte haben es nicht mehr so wie früher, das ist leider auch so, aber guckt mal, ob ihr vielleicht jemanden habt, der da Ahnung von hat und mit euch zusammen losgeht. Nicht, dass die Ärmel dann wieder fast bis zu den Knöchelchen gehen, zum Beispiel beim Sakko. Das sind jetzt so kleine Tipps, die ich euch noch geben möchte. Oder dass das Hemd, wie gesagt, am Bauch zu stramm ist und dass das alles dann gar nicht sitzt. Oder es ist ja den Oberarm zu stramm. Und das ist das, was alles einengt. Das ist aber, weil man dann einen Fehlkauf macht. Es ist ja auch genauso, dass bei richtig guten Häusern oder bei auch ganz normalen Kleidungsgeschäften ist das ja auch so, dass wenn die Taschen zum Beispiel bei einer Weste oder bei einem Sakko oder hier oben vernäht sind. Das ist eine Produktionssache, das ist Qualität. Das heißt, dass es im Grunde genommen wirklich noch keiner vorher benutzt hat. Darum sind die Taschen ganz oftmals auch zu. Viele greifen dann, versuchen reinzugreifen in die Taschen und merken, ist ja zu. Wie gesagt, da ist eine ja, heiße Naht eigentlich nur, die ist so ganz leicht. Nur wenn ihr so ein bisschen an den Taschen dann mal so ein bisschen zieht, dann merkt ihr schon, dass da ein Faden ist. Und den könnt ihr dann mit einem Nahtrenner dann
ganz vorsichtig aufmachen. Da sind die Taschen dann auch so, wie ihr sie haben müsst und haben oder braucht. Ich lasse meine zum Beispiel hier unten eigentlich immer zu, dann liegt das immer schön an, weil ich nichts in die Taschen stopfe. Weil was soll ich mir alles in die Taschen stopfen? Weil das beult nur aus und macht den ganzen Eindruck auch kaputt. Nur halt, wie gesagt, bei so einem Einstecktuch ist das dann halt immer ganz schick, wenn man das dann halt dann die Naht dann aufmacht. Dann kommt ihr da auch ran, dann ist das auch kein Problem. Und nochmal, was ich nochmal sagen kann, es gibt ja auch ganz viele, ich sehe auch bei den Leuten, die unterwegs sind, es gibt ja auch manchmal bei den gekauften Hemden hier so ein, ja, ein Zettel ist dann da dran an dem Knopf. Leute, das ist kein Zettel, der im Grunde genommen Deko ist. Der soll euch auch nicht irgendwas Schickes sein. Das ist einfach auch ein Zeichen für, manchmal steht Slimfit drauf oder steht der Name von dem Hemd nochmal von dem Hersteller drauf. Es ist aber nicht gedacht, dass man das dran lässt. Das macht man nicht. Das ist, sieht auch nicht schön aus. Und das ist auch das Problem, dass bei einem Sakko hinten habt ihr ja diesen Würzel, der ja dann vernäht ist. Und den müsst ihr dann zum Beispiel, der ist bei ganz vielen auch so, dass das auch mit einem Kreuzstich einmal kurz vernäht ist. Das ist aber auch nur eine Transportsicherung, dass der Bürzel nicht wegklappen kann und gleichzeitig wieder ein Zeichen, dass das Sakko vor euch noch keiner getragen hat. Nur diese Naht hinten, achtet da mal bitte drauf. Und manche Herren da draußen, achtet man oder guckt man in euren Kleiderschrank. Der eine oder andere hat vielleicht nicht bemerkt, dass vielleicht auch am Sakko, am Ärmel, an dem Knopf auch ein Emblem ist, was da nicht hingehört. Und dass, wie gesagt, hinten am Bürzel, der Bewegungsbürzel, dass da noch ein X drauf genäht ist. Der ist aber nur ganz leicht drauf genäht, den könnt ihr ganz vorsichtig öffnen, dass das hinten immer weg will, kann aber nicht weg, weil diesen Bürzel hinten, diese Überlappung bei einem Sakko, da hat man sich ja auch was beigedacht für die Bewegungsfreiheit. Und es sieht natürlich nicht schön aus, wenn man dann sieht, sieht toll aus, aber dann hinten der Bürzel ist noch zugenäht, das Emblem ist noch am Ärmel dran von dem Hersteller. Und das sind so kleine No-Gos, achtet da mal so ein bisschen drauf. Und das ist dann natürlich dann, wenn ihr das dann noch beachtet, wie gesagt, die Sachen müssen nicht teuer sein. Es gibt so schöne Häuser heutzutage, wo man wirklich gute Sachen preisgünstig kaufen kann. Und wenn ihr dann noch mit euren eigenen Werken dann da um die Ecke kommt, was will man mehr? Also besser geht's nicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, wenn ihr auf dem Laufenden sein wollt, was hier wieder so geschieht und was ich wieder so anstelle. Und wie gesagt, die Wunschbox ist für euch da, dass ihr interaktiv mit mir zusammen arbeiten könnt. Teilt mir da was mit. Oder wie gesagt, wenn ich Themen reingestellt habe, dass ihr mir dann ein Däumchen gibt, ob ihr das sehen möchtet oder nicht. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal in der Nähbox. Macht's gut.